zum Achtelfinale in die Höhle des Virus. Das Weiterkommen gegen Ungarn könnte teuer erkauft sein für Fußball-Deutschland. Am Dienstag in Wembley gegen eine ganz neue Angriffsvariante namens Delta. Da würden dann auch die Abwehrkünste der deutschen Spieler endgültig versagen. 60.000 Fans sollen dabei sein. Und die Ferien, die stehen ebenfalls vor der Türe und viele wollen reisen. Alles nur Schwarzmalerei? Delta-Fußballurlaub. Was bringt der Corona-Sommer? Jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste zunächst zugeschaltet ist Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Aus London mein Kollege Yasin Herlein, ZDF-Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland. Hier im Studio sitzt die Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Und Professor Henning Vöpel ist der Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Herr Gassen, Sie sind ja, wenn ich das richtig gelesen habe, eher ein Fan von Lockerungen, von Freiheit, auch von mehr Eigenverantwortung. Erwarten Sie denn einen unbeschwerten Corona-Sommer? Der Sommer hat durchaus das Potenzial, relativ unbeschwert zu sein. Und Sie haben es richtig gesagt, ich bin durchaus ein Fan von Eigenverantwortung. Und mit vernünftiger Herangehensweise kann man sicherlich auch relativ viel schon machen, ohne ein erhöhtes Risiko zu laufen, sich mit Corona zu infizieren. Ob jetzt ein Fußball-Endspiel mit 60.000 Menschen dann gleich der ideale Start ist, das wird man dann sehen hinterher. Aber einem normalen Urlaub steht sicherlich relativ wenig im Wege. Frau Sartori, wie können wir denn der sogenannten Delta-Variante, dieser neuen gefährlichen Mutation des Coronavirus, ein Schnippchen schlagen? Ich glaube, es ist wie damals, als diese erste Variante, die Alpha-Variante aufgetreten ist. Man sieht, dass es eine Variante ist, die sich noch besser verbreiten kann. Das heißt, man muss sich noch besser an die Maßnahmen halten. Es sind die gleichen Maßnahmen, Abstand halten, Maske tragen, vorsichtig sein, vielleicht sich vorher testen, bevor man jemanden trifft. Man muss es nur noch strikter machen, vielleicht jetzt nicht, weil die Inzidenz niedrig ist, aber bald, um dieser Variante geringere Chancen zu geben. Herr Herlein, die Delta-Variante, die spricht ja im Moment noch hauptsächlich Englisch. Wie reagiert denn die Insel auf diese Variante? Unsicher, panisch oder gelassen? Erstmal mit Unsicherheit. Also von Panik ist hier noch keine Rede, aber Unsicherheit hat das natürlich schon ausgelöst. Man muss bedenken, dass die Briten ja eigentlich vor ein paar Tagen den Tag der großen Freiheit hätten haben sollen, also ein Tag, an dem alle Restriktionen fallen. Das ist eben nicht eingetreten und der Grund dafür ist die Delta-Variante. Jetzt ist das Ganze 4 Wochen verschoben worden auf den 19. Juli. Und insofern fragen sich natürlich die Briten, Moment mal, wo geht das jetzt hin? Herr Vöpel, Delta ante portas, hat die Wirtschaft schon den nächsten Lockdown im Kopf, so gewissermaßen als Urlaubssouvenir für den Herbst? Nee, hat sie nicht. Also im Moment ist alles auf Boom eingerichtet. Also alle haben enorm positive Erwartungen, gehen davon aus, dass es keinen erneuten Lockdown gibt. Das ist natürlich in gewisser Weise auch gefährlich, weil wir ja wieder dazu neigen, die Exponentialität zu unterschätzen, nicht? Also die Saisonalität des Sommers hilft uns, auch das Impfen natürlich. Aber es wäre, glaube ich, gut, sich an den Herbst 2020 zu erinnern und zu sehen, dass dieser Kampf noch nicht gewonnen ist. Er kann noch mal zurückkommen. Jetzt vereinigen sich ja zwei wichtige Mega-Ereignisse in dieser Woche auf sehr ungute Weise. Das ist die Europameisterschaft im Fußball und eben das verstärkte Auftreten der Delta-Variante, Herr Herlein. Die EU, die könnte da ja als Superspreader jetzt, Entschuldigung, die Europameisterschaft, die EM, könnte da ja als Superspreader auftreten in den nächsten Wochen. Wie sehen denn eigentlich die Briten die Finalspiele im eigenen Land? Da ist ja nicht nur das Spiel gegen Deutschland am Dienstag, beide Halbfinals und auch das Finale am 11. Juli finden ja in London statt. Wie reagieren da die Menschen und auch die britischen Medien auf dieses Ereignis? Nur positiv? Na, eher mit gemischten Gefühlen, würde ich mal sagen. Und es ist halt auch wirklich eine Zwickmühle. Auf der einen Seite hat man da diese sehr hohen Inzidenzwerte jetzt hier. 7-Tage-Inzidenz auf 117, das ist die höchste wohl in Europa, wenn ich mich da nicht irre. Und das
wirkt natürlich merkwürdig, ausgerechnet in dieser Situation solche Spiele auszutragen. Jetzt die Achtelfinale vor 45.000 Zuschauern und dann die Halbfinale und das Finale vor 60.000 Zuschauern, also zwei Drittel Auslastung des Stadions. Auf der anderen Seite will die Regierung natürlich nicht dieses Fußballfest den Leuten wegnehmen. Also es ist eine richtige Zwickmühle, in der sie da stecken. Da kommen auch viele andere Faktoren noch dazu. Die UEFA-Offiziellen und Sponsoren, die sollen ins Land kommen dürfen, ohne Quarantäne absitzen zu müssen. Das muss man natürlich auch mal den Briten erklären, die im Moment nicht nach Spanien oder nach Frankreich oder nach Italien in Urlaub fahren können, weil sie bei ihrer Rückkehr dann in Quarantäne müssten. Es ist eine sehr schwierige Abwägung und die Regierung greift dazu Trick 17, greift in die Trickkiste und hat jetzt diese Spiele zu Testspielen, also Test-Events erklärt, indem man sagt, also wir probieren das jetzt mal aus, wie das so funktioniert, wenn wir jetzt weiter lockern und solche Veranstaltungen dann durchführen. Und es ist ja so, dass die Leute getestet sein müssen und sie müssen oder geimpft sein müssen. Also du kommst nicht rein ins Stadion, ohne diese beiden Kriterien erfüllt zu haben. Das heißt, diese massiv ansteigenden Inzidenzien jetzt in Großbritannien wegen der Delta-Variante, da kommt niemand auf die Idee, möglicherweise die Spielorte an die UEFA zurückzugeben und zu sagen, also das ist uns jetzt zu gefährlich für das Land selbst, aber auch zu gefährlich für die anreisenden Mannschaften, Fans und Betreuer? Ich glaube, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Die Diskussion ist die ganze Zeit im Schwange. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Briten selbst diesen Schritt jetzt gehen würden. Da glaube ich, müsste dann schon von außen etwas kommen. Also dass jetzt wirklich die UEFA sagt, lasst uns das Ganze nach Rom verlegen, zum Beispiel. Ja. Aber die Briten würden jetzt nicht sagen, habe ich zumindest nicht das Gefühl, dass sich das andeutet. Uns ist das jetzt alles zu viel, wir geben das jetzt ab. Herr Gassen, jetzt haben wir ja gerade gehört, auch die Zahlen steigen. Die Delta-Variante ist dominierend noch auf der Insel, aber wahrscheinlich auch bald bei uns. Wie gefährlich ist denn diese Fußball-Europameisterschaft als eine paneuropäische Meisterschaft von Glasgow über Sevilla bis nach Baku in Aserbaidschan, also über den ganzen Kontinent gezogen, für eine erfolgreiche Bekämpfung von Corona? Wenn man auch sich die Benutzung von Masken in Stadien, die Abstände in Stadien ansieht und die Frage, ob auch immer sich alle an die Quarantäne halten, was jetzt gerade sich da in Großbritannien entwickelt, wie gefährlich ist das für die Corona-Bekämpfung? Ich glaube, das kann man sehr schwer abschätzen. Ich glaube, man darf jetzt aber auch nicht umgekehrt gleich wieder in Panik verfallen. Es ist ja nicht so, dass wir vor der Fußball-EM eine komplette Abschottung der europäischen Länder untereinander gehabt haben. Das gab es ja nur eine sehr kurze Zeit. Und der Sinn und Zweck ist ja im Nachgang beurteilt worden. Ob das jetzt wirklich relevante Ausbreitungsverhinderung gemacht hat, weiß man nicht. Ich glaube, entscheidend ist, und da ist es schon eine völlig andere Situation als vor einem Jahr, da hatten wir zwar auch sinkende Inzidenzen, bedingt durch eine Saisonalität des Virus. Coronaviren sind halt saisonal. Aber wir haben natürlich jetzt eine in weiten Umfängen greifende Impfung. Die könnte noch viel weiter sein, wenn wir einen Impfstoff hätten. Aber wir haben eine Bevölkerung, die zunehmend durchimpft ist. Und wir wissen aus aktuellen Untersuchungen, zumindest die Delta und wohl auch die schon nächste anstehende Variante, die Kappa-Variante, Menschen mit zwei Impfungen, also einem vollständigen Impfschutz, sind auch gegen diese Varianten insofern geschützt, dass sie keinen schweren Verlauf erleiden. Und deshalb muss man auch das Thema Inzidenzen etwas kritischer betrachten. Wir haben immer schon betont, Inzidenz ist einer von vielen Werten, die der Betrachtung bedürfen. Aber viel entscheidender ist ja nicht nur, wie viele Menschen infizieren sich, sondern wie oder erkranken sie überhaupt. Und dass sich ein Virus verändert, ist eigentlich die Norm und nicht die Ausnahme. Aus Sicht eines Virus ist es ja schlau, ansteckender zu werden. Die Varianten scheinen immer weiter im Respirationstrakt nach oben zu wandern, also immer weiter zur Nase hin. Die Symptomatik verändert sich auch. Ob die wirklich gefährlicher sind, da gibt es bisher keinen Hinweis. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir durch eine hohe Durchimpfungsquote haben, kann das Ganze viel von seinem Schrecken verlieren. Deshalb muss man nicht leichtsinnig werden. Aber die Situation ist schon eine grundlegend andere als vor einem Jahr.
Ob es schlau ist, 60.000 Leute ohne Masken ins Stadion zu packen, ist eine ganz andere Frage. Lass uns noch ganz kurz, Frau Sartori, beim Fußball bleiben. Was man da jetzt sieht, also nicht nur das Verhalten der EU, das habe ich schon wieder Europäische Union gesagt, meine aber die UEFA in dem Fall, also den Europäischen Fußballverband, das Verhalten der UEFA, aber auch das, was man im Stadion sieht, eben, das färbt ja auch auf viele Zuschauer an. Es gucken ja Millionen diese Spiele an. Ist das auch ein ungutes Zeichen nach außen, wie wir im Moment mit diesem Thema Corona umgehen? Ich persönlich finde das höchst frustrierend. Also zu sehen, dass die Kinder bis jetzt vor kurzem, bis die Ferien angefangen haben, Masken tragen mussten, jeden Tag, sich 2-3 Mal die Woche testen lassen mussten, damit sie endlich wieder gemeinsam mit ihren Freunden in die Schule gehen können. Und dann entsteht da plötzlich, werden da ohne Not 60.000 Leute in ein Stadion gelassen. Man sieht, dass maximal die Masken am Arm getragen werden, wo ich denke, das kann nicht sein. Wie kann man so sorglos sein? Und auf der anderen Seite gerade den jungen Menschen, die so viel durchgemacht haben in dieser Pandemie, die so viel zurückgesteckt haben. Und die, da wird immer extrem drauf geachtet, dass sie getestet werden und dass sie die Masken tragen, was ja auch richtig ist. Aber jetzt plötzlich tut man so, als wenn schon alles vorbei wäre. Und es stimmt, wir sind in einer anderen Situation, aber wir sind ja noch nicht durch. Und mit dem Testen, man muss mal sagen, es gibt noch viele Menschen über 60, die noch nicht ihre zweite Impfung haben. Und gerade bei Delta sieht man, erst ab der zweiten Impfung hat man einen wirklich guten Schutz. Ja, jetzt kommt ja, wenn die Gegenrede würde jetzt wahrscheinlich lauten, im Unterschied zum letzten Jahr auch, wir sind ja jetzt relativ, die Durchimpfung kommt ja jetzt, also die Impfquote wird immer höher, dann ist das nicht mehr so gravierend, wie wir das in den vergangenen Monaten erlebt haben. Im Herbst wird es so sein, ja, noch ist es nicht so. Noch gibt es, wie gesagt, viele Menschen, die über 60 sind und noch nicht die zweite Impfung haben, beziehungsweise die auch vielleicht unter 60 sind, aber, sagen wir mal, stark übergewichtig sind oder rauchen oder irgendwelche anderen Risikofaktoren haben. Auch die sind immer noch gefährdet. Und dann muss man im Herbst auch gucken. Man sieht, dass gerade bei den sehr viel älteren Menschen auch der Impfschutz nicht hundertprozentig ist. Das heißt, der ein oder andere kann sich doch immer noch damit anstecken. Und die Kinder und Jugendlichen sind dann wahrscheinlich zum größten Teil noch nicht geimpft, weil auch noch nicht ganz klar ist, wie das Nutzenverhältnis ist. Und ich glaube, was keiner will und was Deutschland wirklich nicht verantworten kann, ist, dass noch mal so ein Schuljahr und so ein Universitätsjahr abläuft. Das ist die nächste Generation und die muss jetzt wieder ihre Bildung bekommen, damit sie unsere Aspekt Fehler... kommen wir im Laufe der Sendung noch mal zurück, ja. Herr Füppel. Die ökonomischen Folgen können ja auch gewaltig sein. Da könnt ihr schon mal wieder bei der EM, bei der Europameisterschaft anfangen. Da würden wahrscheinlich die Sponsoren auf die Palme gehen, wenn oder auf die Barrikaden gehen, wenn jetzt Spielplanänderungen stattfinden würden. Aber auch wenn man das jetzt so weiterlaufen lässt, könnten ja im Falle eines starken Anstiegs dieser sogenannten Delta-Variante unter den Corona-Infizierten enorme ökonomische Schäden entstehen. Absolut. Also ein Rückfall in den Lockdown wäre nicht gut, weil wie gesagt, alles ist auf Expansion ausgerichtet, nicht? Also wir haben eine enorme Boomphase und sozusagen die Enttäuschung, dass es jetzt doch zurück in den Lockdown führt, wäre groß. Das ist gar keine Frage. Umgekehrt, glaube ich, um vielleicht auch nochmal auf die EM zurückzukommen, glaube ich, ist es auch schön für uns, dass wir natürlich umgekehrt sehen, wir sind Europa, nicht? Also wir sind nicht alleine damit, sondern anderen geht es auch so. Ich will das gar nicht kleinreden. Die Bilder sind übertrieben. Das ist auch nicht gut, dass das stattfindet. Aber wir brauchen ja auch einen mentalen Umgang damit. Und allein gestern war natürlich irgendwie dieses gemeinsame emotionale Erlebnis ist natürlich toll. Ne? Das hilft uns ja auch irgendwie zu sehen, dass das Leben sich ausdehnt, dass das Virus aber sozusagen natürlich das Leben wieder zurückdrängt. Und das ist immer das gleiche Spiel. So, deshalb fand ich die EM jetzt nicht negativ, sondern es hat eben auch positive Signale gesendet, aus meiner Sicht. Hat denn insgesamt bei der Wirtschaft, also im Handel, Dienstleistungen, Industrie, da irgendwie mehr Sensibilität eingesetzt gegenüber dem letzten Jahr? Da hat man sich ja zum Teil massiv für die Politik geärgert, über Lockdown, über Einschränkungen, über Beschränkungen. Auch das ist natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Unternehmensergebnisse, auch auf die Gewinne hatte, dass man damals eben dagegen die Politik richtig vorgegangen ist. Hat man jetzt vielleicht eher eine Bewusstseinsveränderung da erlebt, zu sagen, es nützt uns wenig, wenn wir zu früh lockern, wenn wir wieder in die Vollen gehen, sonst gibt es diesen Rückfall in Lockdown wieder und dann ist der wirtschaftliche Schaden noch größer. Das hat man, glaube ich, in der Tat ganz gut verstanden, dass das kein Dilemma ist oder dass man sozusagen das eine nicht gegen das andere ausspielen darf, sondern Gesundheitsschutz ist im Grunde auch im Kern Schutz der Wirtschaft. Also das ist kein Gegensatz, das hat man, glaube ich, gut verstanden. Ich kann aber umgekehrt viele Stimmen aus der Wirtschaft
verstehen, die sagen, also wir brauchen auch eine Strategie daraus, nicht? Also immer nur zurückzufahren, abzuwarten, war vielleicht am Anfang auch rhetorisch von der Politik gefährlich zu sagen, die Erwartungshaltung zu suggerieren, wir müssen nur lange genug abwarten und dann können wir raus. Also vielleicht wäre die Ansage, wir müssen irgendwann damit leben, wir müssen sozusagen irgendwie gucken, wie wir mit den Risiken umgehen, wäre, glaube ich, klüger gewesen, weil es auch mental sozusagen uns in eine andere Haltung gebracht hätte. Und ich glaube, dass zu Recht auch die Kritik besteht, dass wir in vielen gesellschaftlichen Bereichen einfach keine kreativen Konzepte haben. Wäre dann sozusagen ein kurzer und knackiger Lockdown im Herbst oder kurz nach Weihnachten besser gewesen? Da gab es ja auch massive Widerstände. Die Politik ist dann ein bisschen eingeknickt und hat dadurch ja eigentlich das Dilemma verlängert. Absolut, ja. Also exponentielle Dynamik heißt, die beste Chance, das einzudämmen, hat man ganz am Anfang und indem man ganz strikt vorgeht. Da hat man eine Chance, sozusagen das Feuer auszutreten. Und das muss man auch jetzt wieder in Erwägung ziehen. Mhm. Also man darf da jetzt nicht wieder reinlaufen, sondern diese Pandemie besteht auch darin zu antizipieren, was ist der zweite und dritte Schritt. Mhm. Man hat in der Politik immer gesagt, ja, wir machen immer das, was als nächstes sinnvoll ist. Aber man muss natürlich auch eine Idee davon entwickeln, was danach kommt. Herr Gassen, ich habe gerade gesagt, wovon Sie Fan sind. Jetzt sage ich mal, wovon Sie wahrscheinlich nicht Fan sind, nämlich von No-Covid, also diesem Runterfahren, diesem Lockdown. Wenn im Herbst eine ähnliche Situation passieren würde wegen Delta wie im vergangenen Jahr, wäre es dann doch sinnvoller, so ganz kurz einen harten Lockdown zu machen, als Erfahrung auch aus dem vergangenen Jahr? Also ich würde mal die Prognose wagen, wir werden keine Situation bekommen wie im letzten Jahr. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Politik das die Karte nochmal spielt. Weil das hat man wirklich jetzt überstrapaziert und der Erfolg war ja mehr relativ mau. Also wir haben begonnen mit dem Lockdown am 1. November und das ist dann irgendwo so ganz stickum ausgetrödelt, jetzt im Prinzip fast erst im Juni. Und die Zahlen gingen runter, das lässt sich ja sehr leicht überprüfen, eigentlich mit dem Einsetzen der Impfkampagne in größerem Umfang. Also Lockdown ist ein Thema, was, wenn überhaupt, und das habe ich letztes Jahr schon gesagt, wenn überhaupt, dann muss man tatsächlich sagen, 14 Tage mal alles dicht, das ist eh unrealistisch. Und wir sehen alle diese Zero-Covid-Apostel werden eigentlich immer wieder eines noch Besseren belehrt. Es lässt sich so ein Virus halt nicht damit wegbringen, dass man mal zwei Wochen alle Geschäfte schließt. Wir haben Pocken ausgerottet als einziges Virus meiner Kenntnis nach und das ist über eine jahrzehntelange Impfkampagne geschehen. Aber man muss natürlich schauen, dass man Instrumente im Köcher hat. Und das ist vollkommen richtig, was gerade gesagt wurde. Wir müssen einfach Optionen entwickeln. Wie gehen wir mit höheren Inzidenzen um? Wie weit können wir in der Zeit sicherstellen, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet? Haben wir vernünftige Datenbasen? Die hatten wir bisher nicht. Die haben wir immer noch nicht. Und insofern ist das eigentlich ein ziemlich trauriges Schauspiel, wenn man sich anschaut, dass Corona vor gut anderthalb Jahren begonnen hat, dass man eigentlich diese offenkundigen Dinge nicht getan hat. Wenn ich jetzt sehe, dass vor einigen Wochen erst Belüftungsgeräte für Schulen freigegeben worden sind, ist das ehrlicherweise ein Armutszeugnis. Und insofern glaube ich, nein, Lockdown wird es so nicht mehr geben. Wir werden an der Impfquote arbeiten müssen und werden dann schauen, wie man höhere Inzidenzen beherrscht, kontrolliert. Entscheidend ist, dass wir keine so hohen Krankheitszahlen mehr bekommen. Da bin ich eben bei einer hohen Impfquote doch deutlich zuversichtlicher. Bei Zero Covid-Apostel hat sie sich angesprochen gefühlt? Das nicht unbedingt, wobei man sieht ja jetzt, wie schön es ist, wenn die Inzidenz niedrig ist, wie viel Freiheit dann möglich ist. Von daher denke ich, was Sie Apostel nennen, das sind die, die letztendlich Recht behalten haben. Ich möchte dem auch widersprechen, dass der Lockdown nichts gebracht hat. Also wir haben doch gesehen, als er das erste Mal am Anfang des Jahres, als die Politik eingeknickt ist, wie Sie gesagt haben, und keinen Lockdown gemacht hat, sondern nur diesen Lockdown-Light, da ist nichts passiert und auf den Intensivstationen sah es wirklich nicht gut aus. Und die sind erst runtergegangen, die Zahlen, als dann ein harter Lockdown gemacht wurde. Also dieses Argument, na, die Zahlen sind runtergegangen, weil dann der Sommer anfing, der mag eine Rolle gespielt haben, aber das ist doch so, als wenn ich Auto fahre, ich bremse ab, bevor ich in eine Kurve fahre und dann komme ich gut durch die Kurve und dann sage ich rückblickend, ach, da hätte ich auch mit 100 Kilometer in die Stunde durchfahren können. Ist doch nichts passiert. Ohne den Lockdown, und ich verstehe es auch nicht, alle anderen Länder, die ein Problem hatten mit Covid-19, mit Corona, sind nur durch einen Lockdown auf niedrige Zahlen gekommen. Warum glauben wir Deutschen, dass wir den nicht nötig haben? Ich glaube auch, das wird im Herbst was anderes, ja, weil viele alte Menschen geimpft sind und dadurch die Krankheitslast eine andere ist, ganz klar. Wir werden Corona die nächsten Jahre haben und stehen aber besser da, weil wir geimpft sind. Und dann können wir mit dem Virus leben. Aber immer zu dieses, wir müssen mit dem Virus leben zu leben lernen, das geht erst, wenn wir alle geimpft sind. Mhm. Weil ohne Immunität können wir mit dem Ding nicht leben.
Das ist aber Quatsch, offen gestanden. Das also, ist aber das eine, ich, dies, das also ist aber eine schon, also ganz kurze aus, Erwiderung, Herr Gassen. Argumentation. Ganz kurze Erwiderung, Herr Gassen. Also, ja. Es gibt ja nun hinlänglich Studien, nehmen Sie die aus Israel, da hat man sehr schön nachweisen können, wie der Lockdown gewirkt hat und wie die Impfungen gewirkt haben. Und da ist völlig klar, dass die Impfungen den Unterschied machen. Auch die Uni München hat jetzt dazu nochmal gearbeitet. Also der Lockdown, nur wenn man den überall macht, ist er nicht gut. Es wird auch weltweit werden fossile Brennstoffe verbrannt. Das ist auch nicht gut, machen trotzdem alle. Also man muss halt doch ein bisschen rational rangehen. Und wir haben auch, wir sind ja weit von Zero-Covid entfernt. Es ist doch absurd zu meinen, wir hätten eine Zero-Covid-ähnliche Situation. Ja, wir werden immer noch eine Dunkelziffer haben. Wir haben noch immer noch Inzidenzen bei einer maximalen Saisonalität. Also das geht ja nicht weg. Aber wie können Sie das denn trennen? Wir werden damit leben müssen. Wie können Sie denn trennen, dass, wenn gleichzeitig ein Lockdown gemacht wird und es geht los mit dem Impfen? Wieso sagen Sie dann, es liegt nur an dem Impfen? Also gerade weil man sieht, dass in den Ländern wie England, wie Israel und auch in Deutschland das zusammenfiel, der Lockdown und auch in Frankreich zum Beispiel und auch in Portugal. Erst durch den Lockdown sind auch die Zahlen... Das ist doch auch gar nicht schlimm. Das ist das, was alle Wissenschaftler übrigens in Studien sagen. Es reicht nicht eine Käsescheibe, es reicht nicht eine Maßnahme. Es muss verschiedene greifen. Das ist die Impfung und das sind auch die Maßnahmen. Und jetzt wollen wir alle hoffen, dass im Herbst diese Diskussion nicht noch mal nötig ist, weil uns das alles erspart bleibt. Das hängt auch viel mit der Impfquote zusammen. Herr Herrlein, man soll also die Impfquote weder überbewerten noch gering schätzen. In Großbritannien spielt das eine große Rolle. Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt, der sogenannte Freedom Day, der ist jetzt um 4 Wochen verschoben worden auf den 19. Juli. Dann sollen alle Beschränkungen fallen. Das hat der Premier Boris Johnson den Briten versprochen. Ist das ein realistischer Weg? Ist das quasi der Königsweg jetzt für das Land, über sozusagen die Corona-Beklemmungen auch zu überwinden? Was meinen Sie? Na, das mit Versprechen, so etwas versprechen, ist natürlich so eine Sache. Und ich meine, die Regierung hier hat auch schon öfters Dinge in der Corona-Krise, in der Corona-Phase, viele Dinge versprochen, die sie dann auch nicht halten konnte. Also da muss man vorsichtig sein. Es zeigt ja auch die Verschiebung um 4 Wochen, zeigt ja auch dieser Freedom Day konnte nicht eingehalten werden, obwohl man zugegebenermaßen da ein bisschen vorsichtiger war und sagt, also wir schauen uns jeweils immer nach jeder Stufe dann die Situation an, um dann zu entscheiden, ob wir den nächsten Schritt der Lockerung auch tatsächlich durchführen. Aber vielleicht im Zusammenhang mit der Diskussion, die eben recht heftig geführt wurde, vielleicht einfach noch mal der Hinweis darauf, dass man ja natürlich auf dem Kontinent oder sagen wir in Deutschland einen Vorteil hat, dass man auf England schauen kann. Man kann hier ja hinschauen und sehen, wie entwickelt sich die Delta-Variante. Und die Delta-Variante, das sehen wir ja auch, Großbritannien hat diese wirklich sehr hohe Durchimpfung, ähnlich wie Israel. Also hat das wirklich, ja, das ist nach wie vor der Fall, dass das wirklich hier sehr gut ist. Auch wenn auf dem Kontinent ja jetzt ja aufgeholt wird, aber trotzdem steigen die Infektionszahlen. Also es waren 16.000 Neuinfektionen gestern. Und das spielt sich dann bei Personen, die noch nicht geimpft sind. Also wir haben noch hier bei den 18 bis 25-Jährigen, also bei den sehr Jungen haben wir noch einen geringen Anteil an doppelt Geimpften. Ja? Und dort bei den Jungen haben wir auch die meisten Fälle. Und da muss man jetzt einfach drauf schauen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Alpha-Variante oder die damals die Kent-Variante hieß. Da war es ja auch so. Das kam aus Kent, kam aus England und man konnte eigentlich in Deutschland und auf dem Kontinent draufschauen, was tut sich denn jetzt eigentlich in England und entsprechende Lehren ziehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man damals die richtigen Lehren gezogen hat. Ich kann mir nur wünschen, dass man diesmal das tut. Die Briten sind ja legendär, haben einen legendären Ruf für ihren Urlaub im europäischen Ausland. Was muss man sich denn da eigentlich am 19. Juli dann vorstellen, wenn diese Beschränkungen tatsächlich aufgehoben werden? Ein Autowettrennen zu den Flughäfen Heathrow, Gatwick und Luton, mehr Londoner Flughäfen fallen mir jetzt gerade nicht ein und im ganzen Land natürlich auch dazu, dass dann sich sozusagen eine britische Urlauberschar auf die europäischen Urlaubsziele ergießt und trifft dort ja auch viele andere Mit-Europäer. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, denn diese Aufhebung der Beschränkungen, die gilt nicht
zwingend fürs Reisen. Die gilt für Beschränkungen innerhalb des Landes, also für Großveranstaltungen, für Beerdigungen, Hochzeiten, für den Umgang miteinander, dass man nicht mehr nur in beschränkten Gruppen sich jetzt zu sechst oder so innen aufhalten kann. Diese Dinge werden aufgehoben, aber das Reisen noch nicht. Da ist der Unterschied. Mit dem Reisen ist die britische Regierung momentan noch wirklich sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, wenn man, man muss, wenn man verreisen will, das hatte ich vorhin schon angedeutet, wenn man verreisen will auf den Kontinent, dann muss man bei Rückkehr in Quarantäne 10 Tage oder man kann sich nach 5 Tagen frei testen lassen, aber immerhin 5 Tage Quarantäne und das ist teuer. Es gibt zwar Überlegungen, dass jetzt Richtung Sommer etwas aufzulockern, reist sehr gerne und viel und die europäischen Länder, Portugal, Spanien, die hätten auch gerne die Kundschaft. Aber jetzt sitzt der Brite da, kam die ganze Zeit erzählt, wie toll er das gemacht hat mit dem Impfprogramm. Und jetzt muss er zusehen, wie die Deutschen und die Dänen und die Schweden munter am Mittelmeer herumreisen und der Engländer guckt in die Röhre und muss ins komplett überfüllte Cornwall oder Devon gehen, ja, wo man am Strand keinen Parkplatz mehr kriegt und abends auch keinen Tisch mehr in einem Restaurant. Die Regierung Johnson hat so einiges überstanden in dieser Krise, obwohl sie sich wirklich viele Fehler erlaubt hat. Aber das könnte ihnen zu Verhängnis werden. Gut, jetzt gibt es gar nicht, wenn wir das haben wir jetzt gelernt, nicht so viel Freedom, wie wir immer gedacht haben mit dem 19. Juli, dem Freedom Day. Das ist vielleicht jetzt hier in Kontinentaleuropa auch ein bisschen anders. Also viele wollen in Urlaub fahren. Nur, wie soll man sich das eigentlich vorstellen? Ist das so sinnvoll, die Leute auch zu ermuntern, wegzufahren? Maskenpflicht, Abstand halten, das gilt nicht nur für Fußballstadien. Das ist auch am Strand eher misslich. Na, ich denke ja, am Strand, wenn man draußen ist und man bleibt in seinem Haushalt oder in seiner Gruppe, dann ist das ja auch nicht so, so gefährlich. Das Problem ist ja eher, dass man schon gesehen hat, letztes Jahr, wenn man im Urlaub ist, verhält man sich auch anders. Ich meine, nicht jeder feiert dann viel und betrinkt sich viel und vergisst dann einfach mal mit dem zweiten Glas Wein, vergisst man einfach auch bestimmte Regeln. Nicht jeder macht das, aber einige Leute machen das und besonders gerne im Urlaub. Und wenn man dann im Flieger sitzt, man kann nur hoffen, dass es dieses Jahr ein bisschen besser wird, weil einfach mehr Leute schon doppelt geimpft sind und weil auch hoffentlich weiterhin strenger kontrolliert wird, zumindest bei den Flügen und dann getestet wird. Ich denke, es wäre sinnvoll, vor dem Abflug und dann nochmal danach zu testen, weil der Test ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Ich glaube, wir kommen auch gar nicht drum herum. Diese Delta-Variante, man sieht jetzt, die verdoppelt sich auch in Deutschland. Die werden wir im Herbst hier haben und dann müssen wir nochmal alle vorsichtig sein, weil keiner will, ich finde, das ist ein großes Anliegen, das Deutschland haben sollte, dass dann die Variante durch die Kinder und Jugendlichen rast. Und keiner will, dass Kitas und Schulen und Universitäten geschlossen bleiben im Herbst. Das können wir uns nicht leisten als Deutschland. Das ist die Generation, die all unsere Fehler wieder gut machen muss. Herr Gassen, Sie sind ja, glaube ich, sowieso für die zumindest teilweise Lockerung der Maskenpflicht. Würden Sie das jetzt auch so aufrechterhalten, wenn uns die Delta-Variante tatsächlich droht? Ja, es ging ja darum, wo ist Maskenpflicht, wo ist sie sinnvoll und wo ist sie laut Aussage auch der Aerosolforscher eigentlich relativ sinnfrei. Und an der frischen Luft ist sie nicht fürchterlich hilfreich. Also ich bin ja nun Operateur, das heißt, der Sinn von Masken im entsprechenden Setting ist mir durchaus vertraut. Und wenn Sie mit fremden Menschen auf engem Raum, wenn Sie in einem Aufzug stehen, da sind 10 andere, dann macht das durchaus Sinn. Draußen im Biergarten ist es sicherlich nicht zielführend. Und ich glaube gar nicht, dass es bis Herbst dauern wird. Die Delta-Variante wird sehr viel schneller hier die dominierende Variante werden. Das mag, hat verschiedene Gründe. Aber ich glaube, das muss uns an sich ja noch keine Angst machen. Also es ist so, Hendrik Strick hat es mal so schön gesagt, wir müssen diese Lockerung jetzt nicht im Vollsprint zurücklegen, sondern Schritt für Schritt. Und das, was ich eingangs sagte, ist diese Richtung. Wenn wir ein Fußballspiel machen in einem 60.000 Plätze fassenden Stadion und nehmen da 10.000 Menschen rein, die vernünftig eingeschlossen werden, sehe ich das Risiko sehr gering an. Wenn wir das natürlich bis zum letzten Platz füllen, dann ist das natürlich schon eine Art Feldversuch. Insofern kann man das schon als Testspiel bezeichnen, wie die Engländer der UEFA das verkaufen, weil dann wird man sehr schnell sehen, ob das zu Massenausbrüchen führt. Also es gibt ja nicht an und aus, sondern es gibt ja ganz viel dazwischen. Und ich rate ein bisschen mehr zu etwas mehr Ratio und etwas weniger Aufgeregtheit. Wir haben die Impfung, das ist eine andere Variante. Wir haben, das ist eine ganz andere Situation als vor einem Jahr.
Und man muss einfach schauen, was sich entwickelt. Und wenn wir viele Infektionen haben und wenig Kranke, ist das ja auch noch kein Grund zur Panik. Wir müssen, glaube ich, hier eine etwas cooleren, coolere Herangehensweise haben. Das heißt ja nicht, dass man leichtsinnig ist und alles über Bord wirft. Aber diese ständigen Schreckensszenarien bringen uns auch nicht weiter. Und ich glaube persönlich, die Menschen sind wirklich müde. Ich stimme mit Frau Sartori völlig überein. Man kann dieser Generation jetzt nicht noch ein ruiniertes Bildungs- und soziales Jahr zumuten. Wir haben jetzt schon eine massive Zunahme an psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Wir werden massive Bildungsabbrüche sehen, Ausbildungsverhältnisse, die nicht begonnen und nicht beendet werden. Das ist eine hochdramatische Situation und deshalb gilt es natürlich, auf jeden Fall hier wieder sowas zu vermeiden. Und deshalb bin ich auch jemand, der sagt, also ein Lockdown wäre der Offenbarungseid für uns. Dazu darf es nicht kommen. Und ich glaube auch, dazu wird es nicht kommen und muss es auch nicht kommen. Gut, ich habe ja vorhin gesagt, über den Teufel hier nicht an die Wand malen, trotzdem alle Fälle durchsprechen. Auch das Worst-Case-Szenario beziehe ich jetzt mich nochmal auf die Wirtschaft. Sie haben vorhin schon was dazu gesagt. Haben Sie eine Vorstellung, was das für die Wirtschaft bedeuten würde, wenn wir da nochmal in einen Lockdown kämen? Was das für die Arbeitsplätze, für die Wirtschaftskraft, Thema Digitalisierung sprechen wir gleich noch an, was das bedeutet? Gibt es da eine Vorstellung, was das für einen Einbruch geben würde? Wir würden in vielen Bereichen das Gleiche durchmachen wie vorher. Also alle Dienstleistungsbereiche, die sozusagen sehr auf Kontakte ausgerichtet sind, die würden natürlich wieder komplett runterfahren müssen. Natürlich haben wir jetzt Instrumente, die uns helfen, vielleicht doch ein bisschen mehr zu öffnen. Wir haben umgekehrt gesehen, dass der zweite und dritte Lockdown die Wirtschaft wesentlich weniger hart getroffen hat als beim ersten Mal. Die Industrie konnte weitgehend weiter produzieren. Das hat enorm geholfen. Ich glaube, für die Wirtschaft ist tatsächlich gut, wenn wir zwei Dinge tun. Das hat auch mit dem zu tun, was gerade gesagt worden ist. Wir müssen, glaube ich, über Daten besser verstehen, was das Risiko ist. Wir wissen immer noch viel zu wenig, erschreckend wenig über das eigentliche Infektionsgeschehen. Das Risiko ist unbekannt. Da müssen wir, glaube ich, besser werden über die Nutzung von Daten. Und das Zweite, was wir tun müssen, ist, das Risiko zu kontrollieren. Also wir müssen auf jeden Fall, und das ist das Beste für die Wirtschaft und für die Gesellschaft insgesamt, wenn wir das Gefühl haben, nicht nur das Gefühl haben, sondern wirklich dieses Risiko kontrollieren können. Und wir haben jetzt ja mehr Instrumente. Das ist ja das Schöne im Vergleich zu dem, was wir vor einem Jahr haben. Wir haben jetzt mehrere Instrumente. Und das müsste uns eigentlich helfen, die Kontrolle darüber stärker an uns zu reißen. Das heißt also, gerade weil es psychologisch und eben auch ökonomisch so verheerend sein kann, wenn sich das wiederholt, alles dafür tun, dass eben dieser Lockdown nicht mehr nötig ist. Und möglicherweise werden ja die Saat dafür jetzt gerade gelegt. Absolut. Absolut. Und das muss, glaube ich, auch die Wirtschaft erkennen, dass das wichtig ist, dass wir jetzt nicht komplett wieder sozusagen zurückfallen in das, was wir hatten, sondern dass wir Wege finden, rauszukommen. Also was Sie sagten, damit leben zu lernen. So, deshalb war im Grunde, das hatte ich vorhin angedeutet, diese ewigen Versprechen, diese wiederholten Versprechen der Politik, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen warten und dann ist es vorbei. Das war natürlich Quatsch und das ist natürlich auch mental ganz schwierig, ein solches Krisenmanagement zu versprechen. Irgendwann ist es vorbei. Nicht? Wir Ökonomen sagen immer, das ist so ein Zeitkonsistenzproblem. Ich muss immer wieder Enttäuschung produzieren, weil ich irgendwas verspreche, was ich gar nicht versprechen kann. Also es wäre besser zu signalisieren, das ist jetzt da. Und wir erzeugen Wege daraus. So, das ist, glaube ich, die auch mental bessere Haltung gegenüber dieser Krise. Wir haben jetzt in der Corona-Epoche sozusagen seit dem letzten Frühjahr ja verschiedene Mutationen erlebt. Wir sind jetzt bei Delta. Das griechische Alphabet hat dummerweise noch eine ganze Reihe von Buchstaben. Also von der Kappa-Variante als nächstes jetzt die Rede und geht dann in dem Alphabet immer weiter vor. Diese Mutationen, werden die eigentlich immer aggressiver, werden die immer unberechenbarer, weil eben das Virus sich anpassen will und merkt, wenn es auf Immunabwehr trifft, dann überlege ich mir jetzt was anderes. Liegt da eine große Gefahr, die auch weiterhin besteht? Oder kann man da auch durch eigenes Verhalten was dagegen machen? Naja, es werden ja laufend neue Mutationen, neue Variationen entstehen. Und die halt besonders fit ist, für die sich besonders gut an die Umgebung anpassen kann, die setzt sich dann durch. Also es ist jetzt zum Beispiel in England, ist das ja nicht ohne Grund, dass da diese, oder in Indien, dass da eine Variante auftritt, die sich besonders gut durchsetzen kann, weil sie sich wahnsinnig schnell verbreiten kann. Das ist der große Vorteil. Die Varianten, die in Südafrika und Brasilien aufgetreten sind, da sieht man schon, dass die dem Immunsystem so ein bisschen entweichen können. Also dass die
Impfstoffe da nicht ganz so gut wirken. Das wird natürlich sich immer weiter und immer wieder neu entstehen. Der Vorteil ist nur, ich meine, wir gucken jetzt immer nur auf Europa. Man darf ja nicht vergessen, ein großer Teil der Welt ist noch gar nicht geimpft. Das ist natürlich noch mal ganz bitter. Aber wenn in Europa viele Menschen oder die meisten Menschen geimpft sind, dann treten wir diesem Virus und auch den Varianten anders gegenüber. Dann sind wir nicht mehr so schutzlos wie jetzt. Jetzt sind wir ja quasi nackt diesem Virus gegenübergetreten. Und dann haben wir ein bisschen was an. Dann kann vielleicht noch mal eine Variante kommen, die auch wieder fies ist. Aber dann muss man den Impfstoff ein bisschen anpassen. Das geht ja alles. Diese mRNA-Impfstoffe sind ja auch flexibel da drin. Aber man ist nicht mehr so absolut hilflos diesem Virus ausgeliefert. Wie gesagt, ein großer Teil der Welt hat noch lange nicht diesen Impfstatus erreicht. Herr Gassen, jetzt war ja zu lesen, durch die immer aggressiveren Mutationen und Varianten des Coronavirus müsste auch in Deutschland die Herdenimmunität, also der Punkt, an dem sozusagen das Virus unter Kontrolle ist, weil genügend Menschen geimpft sind, der müsste etwa bei 85% der Bevölkerung liegen und nicht bei 70 oder bei 60, wie man das vielleicht vor einem Jahr gedacht hat. Aber diese 85% erreichen Sie arithmetisch betrachtet nicht, indem Sie auch Kinder impfen. Ich glaube, die erreichen wir sowieso nicht. Also 85% Impfquote habe ich noch nie von gehört. Weltweit gibt es eigentlich nirgendwo, selbst in Ländern mit Impfpflicht, glaube ich, werden die nicht erreichen. Die Varianten werden ja auch aggressiver, klingt immer so, als wären sie auch viel gefährlicher. Das ist ja eine ganz andere Betrachtungsweise. Zunächst mal werden sie tendenziell eher ansteckender. So, das ist das eine. Ich glaube, dass wir eine so hohe Durchimpfung nicht hinbekommen. Die werden wir vielleicht auch nicht brauchen. Wir haben jetzt im Moment offiziell knapp 4 Millionen Genesene. Wenn Sie mal nur eine Dunkelziffer von Faktor 2 bis 3 unterstellen, kann man wahrscheinlich von 10 Millionen Genesenen ausgehen. Das ist eher konservativ geschätzt. Mit den Impfungen haben wir die vielleicht dann sozusagen im Nebengang erreicht, aber sie werden nicht 85% durchimpfen können. Und die Impfung bei den Kindern und Jugendlichen, das muss man einfach sehen, ist insofern nicht ganz unproblematisch, weil wir wissen, Kinder und Jugendliche erkranken selten schwer, in der Regel dann nur, wenn sie vorerkrankt sind. Insofern spiegelt die STIKO-Impfempfehlung das auch gut wider. Wir sehen aber, es gibt doch zum Teil nicht ganz banale Nebenwirkungen bei Impfung, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Myokarditiden werden berichtet, also Herzmuskelentzündung. Insofern glaube ich, die Risikoabwägung ist hier im Moment so, dass ich gesunde Kinder nicht impfen lassen würde. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die das eigentlich einfordern, um eben diese Herdenimmunität zu bekommen. Ich denke, die erwachsene Wohnbevölkerung muss, wenn sie ein Impfangebot hat, das für sich entscheiden, ob sie das annehmen will oder nicht. Eine Impfpflicht halte ich auch für nicht angemessen. Wer sich dann nicht impfen lässt, das ist auch okay, muss mit einem höheren Risiko leben, muss vielleicht dann auch individuelle Schutzmaßnahmen ergreifen. Das ist ja, steht ja jedem frei. Wir können natürlich aber nicht mehr einfordern, wenn es eine Impfung theoretisch für jeden gäbe und einige nehmen die nicht wahr, dass wir dann sagen, na gut, weil ein paar sich nicht impfen lassen wollen, müssen wir jetzt alle im Lockdown bleiben, dauerhaft Masken tragen etc. Also ich glaube, hier ist irgendwann dann auch die informierte Entscheidung, sagen wir mal bei unseren Patienten, die ist dann gefordert. Da setzt natürlich voraus, dass wir für jeden auch ein Impfangebot haben. Das ist natürlich klar. Ich kann ja nicht sagen, wir lassen jetzt alle Vorsicht fahren. Es gibt die Hälfte ist geimpft, der Rest soll sehen, wo er bleibt. Aber wenn wir ein Impfangebot wirklich für alle anbieten können, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo man dann wirklich sagen, dann ist es Einzelverantwortung. Und die Kinder und Jugendlichen sollten wir da raushalten. Die sollten wir individuell Risiko bewerten. Und Vorerkrankte sollen geimpft werden. Und die anderen, würde ich im Moment sagen, Stand heute, wohl eher nicht. Herr Herrlein, wie sieht man das im Vereinigten Königreich, was Kinder- und Jugendlichenimpfung angeht? Verglichen mit Deutschland ist das Vereinigte Königreich ja ein Corona-Hotspot. Findet diese Diskussion da in ähnlicher Weise statt, um eben das Coronavirus, gerade diese gefährliche Delta-Variante, einzudämmen? Da sind wir noch nicht. Also, weil die Briten ja wirklich nach einem sehr klaren Schema geimpft haben. Also erst Risikogruppen und dann ganz, ganz klar nach Altersgruppen. Wir sind jetzt bei den über 18-Jährigen angekommen. Und die Diskussion über Impfen, also sie gibt es durchaus, weil man sieht ja das Beispiel USA. Da man orientiert sich hier ja auch immer mal wieder gerne an den USA, dass also in den USA wirklich Kinder schon geimpft werden. Und es gibt da auch Stimmen, die danach rufen. Aber ich bin jetzt nicht da in der Lage, schon ein Urteil abgeben zu können, wo der Hase langläuft hier, was diese Entscheidung betrifft. Jetzt ist man erstmal wirklich darauf konzentriert, zu versuchen, Erwachsene so weit zu impfen, dass sie von der Delta-Variante nicht betroffen werden und nicht
ja, sagen wir mal, ins, also das ist ja der Punkt, dass die Delta-Variante bei doppelt Geimpften fast keine Krankenhauseinweisungen verursacht. Und wenn man das erreicht hat bei 18- bis 25-Jährigen, dann ist das große Ziel erreicht. Dann kann man auch weiter lockern. Also Tore, jetzt haben wir ja bei der Diskussion um Impfen für Kinder und Jugendliche nicht nur Vorbehalte bei Herrn Gassen, auch die STIKO, die Ständige Impfkommission, hat ja davon abgeraten, hat es nicht empfohlen, außer bei Kindern mit Vorerkrankungen. Jetzt sollen aber, das ist ja auch gerade eine wilde Diskussion in der Öffentlichkeit, nach den Ferien möglichst viele, wenn nicht alle Kinder in den Präsenzunterricht. Wenn die da aber alle nicht geimpft sind, ist da die Gefahr nicht groß, dass sie sich dann alle gegenseitig anstecken und die ganze Impfkampagne auch zum Teil entwertet wird? Ich sehe das wie Herr Gassen, das ist jetzt die Verantwortung der Erwachsenen. Also alle, für die der Impfstoff einen größeren Nutzen als ein Risiko bringt. Für Kinder kann man das eben noch nicht zeigen. Das ist in der Verantwortung der Erwachsenen, dass sie dafür sorgen, dass die Kinder in den Präsenzunterricht können, ohne gefährdet zu sein, schwer zu erkranken. Weil man hat in Israel gesehen, dass wenn viele Erwachsene geimpft sind, dann schützt das auch die Kinder. Wir haben ja über die Pandemie hinweg gesehen, die Schulen sind und auch die Kitas sind quasi ein Spiegel der Gesellschaft. Habe ich noch hohe Inzidenz in der Schule, außerhalb der Schule, dann habe ich auch eine hohe Inzidenz in der Schule und natürlich gibt es da auch Fälle. Und das wollen wir nicht, weil auch wenn die meisten Kinder Covid-19 gut überstehen, manche überstehen es nicht gut und Long-Covid gibt es auch bei Kindern. Das heißt, wir wollen das Risiko minimieren für die Kinder. Deswegen sollte sich jeder Erwachsene gut überlegen, dass er sich impfen lässt, um die Kinder zu schützen. Welche Rolle spielen dabei die Impfverweigerer? Naja, ich finde, das wird ja immer sehr hochgehalten, dass jeder das ganz frei entscheiden kann. Aber es muss sich jeder klar sein, er entscheidet nicht nur für sich alleine, ob er sich impfen lässt oder nicht. Wenn ich sage, ich lasse mich nicht impfen, dann erhöhe ich das Risiko für andere Menschen. Für Kinder, die sich nicht impfen lassen können, für alte Menschen, bei denen der Immunschutz vielleicht nicht so gut ist, weil der einfach, das hat man festgestellt, dass bei Älteren doch das ein oder andere Mal der Impfschutz nicht so gut ist wie bei jüngeren Menschen. Das muss man sich klar machen, dass man schon auch eine politische Entscheidung da trifft. Eine Entscheidung, die auch eine Wirkung auf die Gesellschaft hat. Und ich sehe das auch wie Herr Gassen. Irgendwann ist dann auch gut, wenn jeder sein Angebot gehabt hat, dann muss sich auch nicht mehr Schutzmaßnahmen ergreifen. Dann muss sich jeder um sich selber kümmern, der das sich nicht impfen lässt. Herr Vöbel, eine Konsequenz von Covid-19 war unter anderem ein aufkommendes Phänomen, das man bis dahin noch nicht kannte, das Homeschooling, dass die Kinder eben nicht mehr in die Schule gehen konnten, sondern monatelang zu Hause bleiben mussten, jetzt mal von den psychischen, familiären Problemen, die dabei auch eine Rolle spielen. Es hat sich auch gezeigt, dass wir ein Riesendefizit in Sachen Digitalisierung im Land haben. Das war keine Heldentat der deutschen Geschichte. Diese Erfahrung der letzten anderthalb Jahre, lässt sich da tatsächlich in absehbarer Zeit etwas ändern? Digitalisierung in der Wirtschaft gehört ja auch zu Ihrem Forschungsschwerpunkt. Was glauben Sie, was ist da falsch gelaufen? Und vor allen Dingen, wie lässt sich dieses von allen beklagte Dilemma beheben? Wir müssen. Die Defizite sind, glaube ich, mehr als offenkundig geworden, dass wir da riesige Rückstände haben und viele glauben, wir hätten jetzt Digitalisierung verstanden. Das ist nicht so, nicht? Also nur weil wir jetzt virtuelle Konferenzen machen und ein bisschen Homeoffice haben, das ist nicht Digitalisierung. Wir sind weit, weit, weit entfernt von einer echten digitalen Gesellschaft. Wir haben keine digitalen Bildungsangebote. Von digitaler Infrastruktur bis an die letzte Milchkanne will ich gar nicht reden. Aber das ist natürlich deutlich mehr. Wie gehen wir mit Daten um und so weiter? Also ganz vieles ist da zu tun. Und wir müssen, das haben wir, glaube ich, erkannt. Wir haben in Hunderten und Tausenden von Unternehmen haben wir die Chief Digital Officers gehabt, ne? Und die wussten, die haben gesagt, ja, wir brauchen Digitalisierung. Heute die Pandemie hat gezeigt, zu was sie gut ist. Also sie hilft uns, sie ist ein Instrument, wirklich unser Leben zu organisieren. Und wir haben ja gesehen, wenn das wegbricht, das, was wir an Infrastruktur als Gesellschaft aufgebaut haben, wenn das wegbricht, erzeugen wir unglaubliche Ungerechtigkeit, die Bildungsungerechtigkeit. Herr Vöbel, nur noch ganz wenig Zeit. Was bedeutet das eigentlich? Welche Langzeitwirkung hat dieses Defizit in Bezug auf Wirtschaftswachstum, ökonomische Stabilität der Gesellschaft? Enorme. Also es gibt Forschung dazu, die zeigt, in den ersten 5 Jahren eines Menschenlebens werden ganz wesentliche Grundlagen gelegt. Nicht? Alles, was danach kommt, kann man sagen, ist quasi Reparatur. Also diejenigen, die jetzt davon betroffen sind, die werden ihr Leben lang womöglich das spüren. So, und da müssen wir uns auch drum kümmern. Ein weiteres Argument, dass sich die Corona-Varianten nicht weiter ausbreiten. Ich bedanke mich bei Andreas Gassen, bei Yasin Herlein, bei Christina Sartori und bei Henning Vöbel. Liebe Zuschauer, die nächste
Phoenix Gesprächssendung, die ist am Montag um 22.15 Uhr unter den Linden. Da bleiben wir beim Thema Corona und die Folgen. Gast ist unter anderem Karl Lauterbach und zu Gast ist er bei Eva Lindenau am Montag um 22.15 Uhr. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky, darin unter anderem die Ergebnisse vom heutigen EU-Gipfel. Bleiben Sie bei uns.